Ja, hallo, hier ist der Phil und ihr seht hier den nächsten Teil von den E30 Tutorials. Diesmal wieder mit meinem Sechszylinder E30 vor Facelift und diesmal haben wir ein Problem mit unserer Tankanzeige. Und zwar die Geschichte ist die, dass mein Tankgeber definitiv defekt war und ich mir ein neues Instrument eingebaut habe und ja, jetzt habe ich aber das Problem, dass meine Tankanzeige die ganze Zeit voll anzeigt, obwohl ich hier seht das nochmal, schon 193 Kilometer gefahren bin. Ich dachte erst, naja, warten wir mal noch ein bisschen ab, aber bei 193 Kilometer sollte sich die Tankanzeige schon etwas bewegen. Ihr seht das, das Ding ist auf voll. Tja, das heißt also, wir gehen auf Fehlersuche und ich zeige euch jetzt, wie man hier bei diesem Auto das Teil ausbaut. Ja, ihr seht hier ist die Rückbank und ja, die Sitzbank hier bei mir ist mit zwei Schrauben fest und ja, die müsst ihr natürlich abschrauben. Was ihr noch wissen solltet, ist, dass das Auto hier nur einen einzigen Tankgeber hat. Es gibt ja auch E30, die haben zwei Stück unter der Sitzbank. Ich habe hier noch ein Modell, das hat tatsächlich nur einen einzigen Tankgeber unter der Sitzbank und ja, keinen weiteren. Die Kraftstoffpumpe bei dem Auto ist auch unter dem Auto auf der Fahrerseite und nicht wie bei den neueren E30. Die haben jetzt ja noch einen Tankgeber in Kombination mit der Kraftstoffpumpe unter der Sitzbank. Hier könnt ihr die Sitzbank anheben, wenn ihr die beiden Schrauben abhabt und ja, dann könnt ihr das Teil einfach zur Seite rausziehen. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr hier den Teppich zur Seite, setzt den etwas weg und dann habt ihr hier die Abdeckung mit vier Schrauben ist die fest, vier Kreuzschlitzschrauben. Ihr seht, das ist nichts Wildes, das geht ziemlich easy. So, der Deckel ist ab und hier seht ihr die beiden Leitungen, Ablauf- und Zulaufleitung und den Stecker, der quasi hier unser Instrument versorgt. Und die Teile, ja, die müsst ihr abschrauben. So, die Leitungen, die sind jetzt ab. Jetzt packt ihr die schön an die Seite, dass euch das hier nicht nervt. Ja, und jetzt ist das Teil hier eigentlich komplett freigelegt. Und jetzt dreht ihr das Teil nach links. Das ist so eingerastet. Achtet darauf, darunter liegt noch eine Gummidichtung, dass ihr die vielleicht beim nächsten Mal wieder verwendet. Also was ich jetzt mache im ersten Schritt, ich habe ja den Verdacht, dass ich hier meinen Tankgeber, dass ich diesen neuen, den ich hier verwendet habe, dass ich da irgendeinen Einbaufehler gemacht habe. Und jetzt werde ich zunächst mal testen, ob der überhaupt reagiert. Und zwar in dem Teil ist ja so ein Schwimmer drin. Und wenn ihr das Teil hoch und runter bewegt, so wie ich das jetzt hier gerade mache, dann ja, bewegt sich der Schwimmer in diesem Rohr auf und ab. Und normalerweise sollte sich dann die Nadel in eurem Instrument auch verändern. So. Das probiere ich jetzt aus und ja, leider tut sich da nicht so viel. Und ja, woran das jetzt gelegen hat, das habe ich auch später rausbekommen. Wie ihr seht,
Vielleicht seht ihr das jetzt hier gerade, da ist so ein kleiner Draht an diesem Tankgeber. Das ist tatsächlich eine Transportsicherung, so wie es aussieht. Und ich habe jetzt so im Laufe dieser Geschichte hier rausbekommen, ja, dass man das Teil einfach abmachen muss, damit sich der Schwimmer völlig frei bewegt. Und das war letztendlich der Grund, warum meine Tanknadel ständig voll war. Ja, selber schuld, würde ich mal sagen. Aber das hat mir auch keiner gesagt bei BMW, als ich das Teil gekauft habe, dass das Teil weg muss. Aber gut, ich musste die Geschichte somit zweimal machen. Ihr seht hier, wenn ihr diesen Tankgeber hier rauszieht, dann guckt, dass er das Teil ordentlich abtropft. Sonst macht er eine Sauerei im Innenraum. Ja, ich habe jetzt natürlich meine Transportsicherung entfernt. Das heißt, der Schwimmer bewegt sich frei. Ja, und im nächsten Schritt, dann teste ich mal. Ja, ihr habt es jetzt deutlich gehört, wie sich der Schwimmer bewegt, daher der O-Ton. Und ja, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert, müsst ihr natürlich eure Zündung einschalten, weil nur so kann natürlich der Strom fließen. Und ich habe jetzt mal die Kamera auf Instrument gerichtet und ihr seht, ich bewege meinen Schwimmer auf und ab. Klick, klack und tatsächlich die Nadel bewegt sich, so wie es sein soll. Ja, und hier nochmal für alle die, die sich so ein Teil neu kaufen sollten. Hier seht ihr diesen Draht. Als ich das Ding ausgepackt habe, sah das so aus, als würde der da hingehören. Hab natürlich erstmal versucht, das Teil mit diesem Draht einzubauen. Dann hat die Nadel auch irgendwie funktioniert, aber ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und ihr seht hier, bei der einen Aktion habe ich halt versucht, den Schwimmer so einzubauen. Hab mir es nochmal anders überlegt, habe die Transportsicherung dann doch entfernt und ja, habe das jetzt hier das Ganze zweimal gemacht und ja, aber so findet man auch raus, woran es gelegen hat. Also das Ganze wieder zusammen und ja, so sieht's aus. Ja, euer Problem ist ja nicht so wie meins hier, dass ich einen neuen Tankgeber falsch eingebaut habe, sondern es kann natürlich sein, dass eure Tankanzeige nicht funktioniert, weil zum Beispiel das Kombi-Instrument nicht in Ordnung ist. Das liegt dann in der Regel daran, dass so eine kleine Mutter am Instrument nicht richtig festgezogen wurde. Oder es liegt an der Leitung oder euer Instrument ist kaputt oder auch der Tankgeber. Und wir schauen mal, wie es systematisch geht, die Sachen zu prüfen. Ihr könnt erstmal im Prinzip eine Durchgangsprüfung machen mit Hilfe einer Büroklammer, also so eine Art Kurzschlussprüfung. Dazu nehmt ihr einfach einen Draht und brückt damit quasi die Kabel. Und zwar im ersten Schritt ist es so, dass ihr hier das braun-grüne Kabel raussucht und das braune Kabel. Die beiden brückt ihr mit Hilfe eines Drahtes. Und wenn ihr das gemacht habt, schaltet ihr einfach die Zündung ein. Und dann muss der Zeiger des Instruments quasi auf voll ausschlagen. Tut er das, dann ist euer Instrument zumindest in Ordnung. Das heißt, die Fehlerquelle liegt woanders. Ja, und im nächsten Schritt nehmt ihr einfach wieder eure Büroklammer oder euren Draht und brückt quasi das braune mit dem grauen Kabel. Und damit prüft ihr quasi den Warnlichtkontakt für eure Reserveleuchte. Na, und ja, so einfach kann man im Prinzip durchgucken, ob euer Instrument oder eure Warnleuchte richtig arbeitet. Und ja, schaut euch das hier nochmal an. So, ich habe jetzt hier meine Kabel gebrückt und das Graue mit dem braunen Kabel und ihr seht, meine Lampe leuchtet. Das heißt, auch der Warnlichtkontakt ist in Ordnung. Ja, und was ihr natürlich auch noch machen könnt, ihr seht hier, der Tankgeber ist hier noch ausgebaut. Das ist ein Prüfschritt. Ja, wenn ihr euch nicht so sehr darauf verlassen wollt, wie eure Nadel ausschlägt, während ihr euren Schwimmer hin und her bewegt, ihr nehmt einfach ein Multimeter, stellt es auf dem Messbereich 200 Ohm ein oder von mir aus auf 2000 Ohm und haltet eure Klemmen an die Kontakte G und 31. Und ja, dann könnt ihr einfach mal euren Tankgeber so ein bisschen hin und her bewegen und ihr seht quasi, dass eure Ohmwerte sich verändern. Ne? So tendenziell von 0 bis, weiß ich nicht, 80 Ohm circa.
Ihr könnt auch dazu in das Handbuch gucken. Ich benutze ja hier teilweise das Handbuch Wie helfe ich mir selbst? Da steht drinne anhand so einer Skala, ja, wie quasi die Widerstandswerte sein müssen, in welcher Stellung. Aber die Mühe habe ich mir natürlich jetzt hier nicht gemacht, sondern mir reicht es auch einfach, der Schwimmer bewegt sich und die Widerstandswerte verändern sich, also das sollte mir genügen. Und im letzten Schritt seht ihr hier, wie ich das Teil wieder einbaue. Wie gesagt, achtet auf die Dichtung, dass die vernünftig sitzt und ihr fädelt den Tankgeber wieder ein. Das habt ihr jetzt hier schon mehrfach quasi gesehen. Das ist am Anfang so ein bisschen fummelig, aber eigentlich eine ganz, ganz leichte Geschichte. Ja, das ist jetzt kein Problem. Ja, und jetzt testen wir das Ganze nochmal, ob das auch was gebracht hat. Jawohl, unsere Tankanzeige geht Richtung Mitte. Und ja, in Anbetracht der Spritmenge, die in meinem Tank ist, könnte das so ungefähr hinkommen. Ja, ich hoffe, euch hat die Geschichte so ein bisschen gefallen und ihr lernt was daraus und könnt die Geschichte auch demnächst mal anwenden, solltet ihr ein Problem bekommen. Bis dann, euer Philipp.